The digital era is in full swing at Deutsche Bahn. Having a modern infrastructure is essential if a company wants to shape digital developments in its sector. To ensure that it remains economically and digitally viable, DB plans to increase its existing infrastructural capacities. The DB program Digital Rail for Germany is one key to raising network capacity levels. With its signaling system, Digital Rail for Germany forms a crucial component of Deutsche Bahn's strategy for the future. Digitale Stellwerke. Wie kann man sich das vorstellen? Am Ende ist das so wie der Internetanschluss zu Hause. Sie haben einen Internetanschluss bekommen und konnten plötzlich teilhaben an der weltweiten Kommunikation. Digitale Stellwerke sind genau das für die Eisenbahn. After Annaberg Buchholz, Warnemünde is the second digital interlocking to go live in Germany. It represents the starting point in one of the biggest innovation projects in Deutsche Bahn's history. Wir sind sehr stolz darauf, dass beide Anlagen seither störungsfrei funktionieren. Wir haben die Technologie entwickelt, wir haben gebaut, wir haben sie zur Zulassung gebracht. Und wir werden so weitermachen, zusammen mit der Industrie, das deutsche Schienennetz zu digitalisieren. Digital interlockings represent the next stage of computer-based signaling and it will completely revolutionize Germany's rail network. Zusammen mit der Industrie ist es uns gelungen, im Oktober diesen Jahres das DSDW Warnemünde erfolgreich in Betrieb zu nehmen. Es ist das erste digitale Stellwerk in Deutschland, was auch die Steuerung für den Personenfernverkehr übernimmt. Wir sind stolz darauf, zusammen mit allen Beteiligten, mit allen Interessenvertretern, dieses digitale Stellwerk erfolgreich in Betrieb genommen zu haben. This new generation of signaling technology harnesses the latest developments and opportunities offered by digitalization. The end result is an entirely new concept. Switches and signals are operated using a digital data network. This new technology involves fewer components but delivers greater reliability and flexibility. The Warnemünde facility is the first of our pilot projects in this field. Bereits 2015 im Zuge der Auswahl der Bauprojekte für die Vorserie war uns klar, dass wir bei der neuen Stellwerkstechnik unbedingt dabei sein wollten. Mit den Entwicklungs- und Zulassungsthemen haben wir nochmal eine besondere Herausforderung im Bauprojekt. Wir freuen uns besonders, dass die Inbetriebnahme im Herbst gelungen ist und das ist nur gelungen durch eine besonders intensive, spannende Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten und insbesondere mit der Projektleitung. Over the coming years, digital interlockings will be installed throughout Germany. The combination of this new digital interlocking and the European train control system will create the conditions for delivering greater quality and stability for rail operations without a single kilometer of new track having to be built. After the completion of Warnemünde, DB plans to install the same technology at further sites. Die nächsten Projekte sind Meitingen-Mertingen, das Harz-Weser-Netz und Koblenz-Trier an der Moselstrecke. Danach wird's richtig groß. Da gehen wir nach Stuttgart. Mit Inbetriebnahme des Bahnhofs in Stuttgart werden wir dort den gesamten Knoten digital steuern. Digitale Stellwerke bilden die Grundlage für Kapazitätssteigerungen, für höhere Qualität und für Effizienz in der Schieneninfrastruktur. Wir legen damit einen Grundstein für eine europäische digitale Schieneninfrastruktur. It will permit rail services to operate seamlessly across the entire continent. Digital interlockings are perfect for the strong rail system we want to create. For the climate, for the people, for the economy, and for Europe.